Mal gucken, hoffentlich sehen wir heute noch ein bisschen Abwechslung. Nuke, glücklicher Freund, das Zweifel in den Mirage besonders. Train werden wir heute, glaube ich, gar nicht sehen. Und das war es ja dann schon von den Maps. Vielleicht mal ganz witzig, das in der Außenperspektive hier zu betrachten. Gewinnt die Knife und Thor hat 4 gemacht. Da geht es direkt los. Logix startet als CT. Interessante. Gibt es schon den Special Boost von Logix? Sehr schön. Auch noch nie gesehen. Wie auch. Zweites Spiel, was ich caste. So, Banane gab schon ein bisschen Stress. Und dort steht Kazuya und Endro. Interessant, die 2 und 3 Posi waren vorhin auch schon die Unknown-Spieler auf dem B. So, Haus wird noch mit dem Push gerechnet. Rax on-spot geboostet. Also man sieht hier auf jeden Fall viele Boosts bei Logix. Kazuya mit einer netten Gegenflash am Seitengang. Crispy immer nach oben. Wird jetzt gleich den Kontakt haben. Der wird auch gut abgelenkt am Hals. Also schönes Doppel. Gute Aufstellung am A, gefällt mir. Oh, Crispy hat da Probleme, macht den Track nicht. Tor hingegen erfolgreich. Boah, krasse Pistol gerade. Fallen überall die Fracks. Max nimmt noch einen mit. Stirbt, jetzt ist es nur noch Kazuya, er gegen 2. Kommt bis Action. Kann er den Frack setzen, der Mate kommt vom B. Kazuya weiß das noch nicht. Da wird sich auch schon drüber ausgelassen, was für Posis da genommen werden. So, Bombe wird gerade gelegt, glaube ich. Ah, wurde halt gut abgetroffen von Slam Dunk. Pistol an TT Dragons. Schöne Taktik aber auch von TT Dragons. Haben gut oben Banane abgeschimmelt. Andrew ist ja im T reingelaufen, wollte gerade verschieben. Schade, dass Crispy leider keinen Frag bekommen hat. Aber nach einer Überfahrung sieht es ja bisher nicht aus, auch wenn wir jetzt nur erst eine Runde gesehen haben. Streiten sich die Geister irgendwie mit dem Dot. Ich glaube, sie meinen zwar ein bisschen mehr, dass man das wegmachen sollte. Ich lasse es einfach mal drin. Hier wird sich grün gewünscht, aber ich glaube, Light Blue ist schon noch mal immer am besten als Crosshair-Farbe. Zweite Runde für Dragons. Kazuya und Crispy mit keinem Frack. Kriegen den Chemo einfach nicht down. Jetzt hat's Rex gelegt. Schade.
Also aimtechnisch scheinen die Dragons schon mal ganz gut unterwegs zu sein. Das mit dem Switchen gefällt mir echt ausgesprochen gut. Weil ich mir erstmal dran gewöhnen muss. Man ist einfach super schnell an der Action. Also an der Spiel-Action, jetzt nicht in der Action-Action. So, 300 Dragons. Und mal schauen, was wir hier bei den CDs für Waffen sehen. Gerade bei Thor. Wird direkt eine Arme sehen. Jupp, da haben wir sie. Also 1x-AWP auch in Go am Start. Hat ja auf dem Finals ziemlich gut gespielt, der gute Thor. Sehr viel dazu beigetragen, dass Dotpixel seinen Sieg geholt hat. So, Banana wurde offensichtlich gespottet von Andrew. Jewel. Crispy geholt. Huckster im Sandkasten mit einer Gopflash. So, wenn die TSA gegangen wären, bin ich sicher, dass sie die Runde geholt hätten. Haben wir aber nochmal abgebrochen. Gehen jetzt nochmal über Mitte. Tor immer wieder am Hess spotten. So, jetzt gibt es einen Action-Go. Hux mit der Gegenfläche, die kommt zu spät. Tor passt aber auf. Hux nochmal am Gegenflächen. Tor stirbt jetzt am Hess. Aber Hux kann lange überleben eigentlich, wenn er es gut spielt. Oh, kriegt da keinen Frag. Oh Mann, oh Mann. Nur noch Andrew am B, und er kann direkt sparen. Ich würde echt mal interessieren, wo Crispy gestorben war. Hat er leider keinen Freelook. Kann ich somit nicht überprüfen. Irgendwo in Mitte wahrscheinlich Döner oder sowas. Gefragt, der Klü, ja, sollte der Klü sein. XL-Profil hat, glaube ich, hingehauen. Also, bisher TT Dragons ganz gut am Start. Ganz gut dabei.